Yo Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, wie dem einen oder anderen von euch möglicherweise aufgefallen ist, befindet sich dort hinter mir seit geraumer Zeit ein Karton. Und in diesem Karton befinden sich eine Menge Yu-Gi-Oh! Zeitschriften. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, CK Phoenix, warum hast du einen Karton voll mit Yu-Gi-Oh! Zeitschriften hinter dir stehen? Und ich kann euch sagen, die hat mir ein Zuschauer zugesendet. Denn der gute Dark Michael ist aufmerksam geworden auf diese Szene aus einem älteren Video von mir. Ich besitze zwar keine mehr davon, aber ihr kennt wahrscheinlich diese ganzen Card Collector und Card Master Magazine. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das kennt oder ob ihr das auch mal gelesen habt, würde mich mal interessieren. Und wie ihr sehen könnt, ist hier so ein bisschen was drin. Ich weiß gerade nicht, ob man es in der Kamera so wirklich sieht, aber es sind einige Zeitschriften. Erstmal möchte ich natürlich diese Gelegenheit nutzen und mich aufrichtig bei dir dafür bedanken, Michael. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich und das ist wirklich eine Menge, die mir da zugesendet wurde. Und heißt es zugesendet oder zugesandt? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, man kann beides sagen, oder? Jedenfalls weiß ich das wirklich sehr zu schätzen, denn ich habe diese ganzen Zeitschriften, also Card Collector und Mega Hero und Kid Zone und wie sie alle heißen, als Kind selber gelesen und die sind alle bei einem Umzug verloren gegangen, worüber ich ehrlich gesagt ziemlich traurig gewesen bin. Aber jetzt bin ich froh darüber, dass ich wieder einiges an Zeug habe, was ich lesen kann, auch wenn es nicht mehr aktuell ist, aber ich meine, darum geht's auch nicht, oder? Aber Freunde, ich dachte mir, dass ich mir auch nicht die Gelegenheit entgehen lassen kann, euch ein paar dieser Schmuckstücke näher zu bringen. Da wirklich einige Zeitschriften dabei gewesen sind, also wirklich sehr, sehr viele, und zwar von Beginn von Yu-Gi-Oh! Bis hin zu Yu-Gi-Oh! 5Ds, würde ich sagen, wir teilen das Ganze etwas in die verschiedenen Yu-Gi-Oh! Epochen ein. Bevor wir aber damit anfangen, gehen auch Grüße raus an meine neuesten Kanalmitglieder, und zwar Junkie Sloth, Alexander Bies, Sebastian Roth und Ehrenbruder Ben. Vielen Dank an euch, meine Freunde, für eure Unterstützung. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Okay, Freunde, wir starten unsere Yugi-Zeitreise mit einer Ausgabe des YGO-Magazins, welches ziemlich alt ist. Es ist eine Ausgabe aus dem Jahre 2005, was ich, um ehrlich zu sein, extra so ausgewählt habe, denn 2005, ich meine, GOAT-Format kommt schon. Das ist das wohl beliebteste Yu-Gi-Oh!-Format aller Zeiten. Und es ist doch wohl interessant herauszufinden, wie die Spieler aus der damaligen Zeit so getickt haben, oder? Dieses Magazin zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es zu 100% inoffiziell ist. Aber ich denke, wir werden hier trotzdem unseren Spaß damit haben, okay? Wenn wir diese Seite hier aufmachen, dann sehen wir zum einen, dass Dark Beginnings 2 bald neu rauskommen wird. Also, es ist wirklich eine ganz, ganz wilde Zeit. Ich meine, Sagi der dunkle Clown und Toon Gemini Elf, das sind auf jeden Fall die Karten, die man aus diesem Booster haben möchte. Und außerdem sehen wir Bilder von einem Typen, der anscheinend irgendwas gewonnen hat. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Vielleicht sollte ich es wissen, aber ich habe keine Ahnung, wer du bist. Auf der nächsten Seite finden wir tatsächlich raus, wer das ist. Und zwar ist das der deutsche Yu-Gi-Oh! Meister aus dem Jahre 2005, der auch bei der Weltmeisterschaft angetreten ist und den dritten Platz belegt hat. Sein Name ist David Kretschmer. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch ihn. Also ich zumindest nicht. Aber er sieht aus, wie ein Typ aus dem Jahre 2005 aussehen sollte. Und David muss ein ziemlich krasser Spieler gewesen sein, denn bei dem Event waren ganze 4000 Teilnehmer anwesend. Also die Rede ist hier von der deutschen Meisterschaft 2005. Und das ist eine ziemlich interessante Zahl, um ehrlich zu sein. Denn auch wenn die meisten Leute, die mit Yu-Gi-Oh! Nicht viel am Hut haben und das Ganze maximal aus ihrer Kindheit kennen, der festen Überzeugung sind, dass Yu-Gi-Oh! Seinen Hype verloren hat, beziehungsweise es einfach nicht mehr so relevant ist wie früher, sind viele Spieler, also gerade die, die auf Turniere gehen und so weiter, der festen Überzeugung, dass Yu-Gi-Oh! Noch nie so einen großen Hype wie jetzt gehabt hat. Unter anderem hatten wir, glaube ich, auf der YCS Bochum 2018 die größte Anzahl von Spielern auf einer YCS aller Zeiten. Man muss aber dazu sagen, dass die YCS als Turnier erst seit der Neuzeit von Yu-Gi-Oh! Existiert, und wenn man sich einfach mal die Zahlen beispielsweise aus dem Jahre 2005 anguckt, wo einfach mal 4000 Leute auf der deutschen Meisterschaft gewesen sind, und das dann mit der deutschen Meisterschaft 2019 vergleicht, wo gerade mal 1050 Spieler gewesen sind, ich glaube, da können wir klar erkennen, dass der Trend abwärts geht, oder? Nicht, dass das schlimm wäre oder so. Ich meine, mich stört das nicht. Und es ist auch vollkommen klar, dass Yu-Gi-Oh! Den Hype, den es in den Anfang der 2000er Jahren hatte, nicht halten kann.
Aber das sollte vielleicht dem einen oder anderen Spieler die Augen öffnen. Ich meine, wir sehen es hier schwarz auf weiß. Beziehungsweise genau genommen weiß auf schwarz. Aber ihr wisst ganz genau, was ich meine. Wenn wir etwas weiterblättern, sehen wir ein paar Spoiler für das Set Dark Beginnings 2. Also ich weiß jetzt noch nicht genau, ob es jetzt zu diesem Zeitpunkt draußen gewesen ist oder ob es gerade rausgekommen ist oder ob es erst rauskommen sollte. Jedenfalls war Dark Beginnings 2 anscheinend die große Sache zu der Zeit. Lustigerweise sind hier einige Karten von Bakura zu finden, die wir in der letzten dümmsten Duellenausgabe bereits gesehen haben. Unter anderem Jogen oder Finstere Todesangst oder auch Dark Spirit of the Silent. Also Bakura hatte hier auf jeden Fall seine Finger im Spiel. Was vermutlich noch viel größere Wellen zu der Zeit geschlagen hat, ist der Reprint von Mirror of Force. Ich meine, die Karte war damals wahrscheinlich so gut wie unbezahlbar, so gut wie sie gewesen ist. Und dass sie hier als Super Rare rausgekommen ist, ich weiß nicht, ob es sie günstiger gemacht hat, aber vermutlich. Was hier ziemlich interessant ist, ist, dass sie zwei Anime-Charaktere genommen haben und deren Decks miteinander verglichen haben. Man muss allerdings sagen, dass diese Analyse wirklich ziemlich competitive ist, beziehungsweise es wird sehr viel Bezug zur kompetitiven Szene genommen und generell ist dieses Magazin wirklich ziemlich gut informiert über das Metagame. Zum einen heißt es hier über Kaibas Deck, dass es eine ziemlich okaye Chance hätte gegen ein Metadeck aus der damaligen Zeit, da er Zugriff auf Karten wie Spear Dragon oder natürlich Crush Card hatte. Auf der anderen Seite haben wir Alistair. Und zwar nicht Alistair Black oder Alistair den Beschwörer, sondern Alistair aus der Filler-Staffel, dieser Urikalkos-Staffel. Ich muss an der Stelle zugeben, dass das nicht meine Lieblingsstaffel gewesen ist und ich sie ehrlich gesagt nicht mehr wirklich in Erinnerung hatte, aber ich glaube, dass die beiden sich duelliert haben und ich glaube sogar, dass Alistair gewonnen hat. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, um ehrlich zu sein. Hier sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass er einige Karten hatte, die viel zu krass gewesen sind für die damalige Zeit und die wahrscheinlich verboten gewesen wären und der Rest seiner Karten absoluter Müll gegen Kaibas Deck gewesen ist. Also sollten wir das Duell aus dem Anime anscheinend nochmal überdenken. Ich habe mich, was das angeht, etwas genauer informiert und tatsächlich war es ein Unentschieden. Es war ein Unentschieden. Alistair hat nicht gewonnen. Es war ein Unentschieden. Und danach gab es noch ein zweites Duell und Kaiba hat gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie ich die Macht des großen Seto Kaiba überhaupt in Frage stellen konnte. Ich will euch übrigens auch nicht vorenthalten, dass hier ein Poster mit drin gewesen ist, welches offen und ehrlich gesagt ziemlich cool aussieht, allerdings nicht wirklich die beste Qualität hat, um ehrlich zu sein. Es hat eine viel, viel schlechtere Qualität, als es jemals haben sollte. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass es auch kein offizielles Magazin ist und das, ja, ich denke, das können wir verkraften. Es gibt auch eine Rückseite, aber es ist jetzt gerade schwierig zu sehen. Ich meine, ich müsste die ganze Zeit so umblättern. Vielleicht nehme ich es einfach, soll ich es jetzt wirklich rausnehmen? Ich meine, komm schon, es ist 15 Jahre alt. Will ich es jetzt wirklich tun? Will ich es jetzt, ja, ich mache es einfach, okay? Ich nehme es einfach raus. So sieht die Rückseite aus. Okay. Da sind Yugi und Joey. Bakura, Mai, Tristan und Thea. Also ich vermute, dass das da Tristan ist. Ja. So viel dazu. Des Weiteren bin ich auf eine Deckliste gestoßen. Und zwar eine Deckliste, die ehrlich gesagt aussieht wie eine ganz normale Goat-Liste. Nur, dass derjenige, der das Deck hier gespielt hat, auch noch Heiliger Phönix von Neftis gespielt hat. Und ich meine, das kann ich ihm als CK Phoenix natürlich nicht verübeln. Ansonsten ist es wirklich eine ganz normale Goat-Liste, also eine Liste, die man zumindest im Goat-Format so antreffen könnte. Und es ist irgendwie lustig zu sehen, dass wir uns das Ganze nicht nur im Jahre 2020 zusammenreimen, sondern dass das Format damals wirklich so gewesen ist. Erstellt wurde das Ganze von Tom Wiltons aus Malden am 31.05.2005. Es ist ein Phoenix-Chaos-Deck und die Deckstufe ist fortgeschritten. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Tom. Du hast es nicht nur 2005 in diese Zeitschrift, sondern auch 2020 in mein Video geschafft. Props auf jeden Fall dafür. Die Schwäche des Decks, und ich zitiere, ich verliere alle Karten auf meiner Seite des Felds und in meiner Hand ziemlich leicht. Ob das in einem Yu-Gi-Oh! Deck jemals so sein sollte, das überlasse ich euch. Ihr könnt gerne darüber entscheiden. Ansonsten sind hier noch einige weitere Decklisten. Es würde aber viel zu lange dauern, über jede einzelne zu gehen. Anscheinend gab es hier ein Formular, um seine eigene Deckliste mit einzusenden und darauf zu hoffen, dass man in der nächsten Zeitschrift zu sehen sein wird. Das sind diese Sachen, die ich als Kind immer unbedingt machen wollte. Allerdings habe ich mich nie dazu überwunden, einen Brief abzusenden. Außerdem gibt es hier noch Spoiler zu dem Set Cybernetic Revolution, das, wie wir alle wissen, das Goat-Format mehr oder weniger beendet hat, da es Cyberdrache mit ins Spiel gebracht hat. Und ich meine, könnt ihr euch das hier vorstellen? Die Karten sind hier noch auf Japanisch auf den Bildern und wurden von der Zeitschriftredaktion übersetzt. Ich meine, ist das nicht absolut krass? Denkt mal drüber nach. Ich meine, heutzutage gibt es dafür YouTube und irgendwelche Internet- Seiten, auf denen das Ganze geleakt wird. Damals stand das Ganze wirklich in einer Zeitschrift.
denk mal drüber nach, das ist absolut krass. Okay, Freunde, nachdem wir jetzt das GOAT-Format abgeschlossen haben, die wahrscheinlich populärste Zeit von Yu-Gi-Oh! Überhaupt, kommen wir jetzt zu einer Zeit, in der der erste große Hype von Yu-Gi-Oh! Bereits zu Ende war. Eine Zeit, in der man eine neue Generation von Spielern heranzüchten musste, unter anderem mich, mit einer neuen Generation von Yu-Gi-Oh! Und ich denke, ihr wisst alle ganz genau, worauf ich anspiele, nämlich auf die beste Yu-Gi-Oh!-Serie aller Zeiten, Yu-Gi-Oh! GX. Falls ihr es nicht wusstet, das GX steht für Generation Next. Diese Ausgabe der Card Collector hatte Jaden und Yubel auf dem Thumbnail. Jedenfalls sind hier Jaden und Yubel zu sehen, was uns mehr oder weniger sagt, dass wir uns hier schon am Ende der GX-Ära befinden, aber trotzdem gucken wir hier natürlich rein. Und außerdem, ich meine, das Ding hat nur 2,99 € gekostet, könnt ihr das sehen? Nur 2,99 €. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Zeitschriften so günstig gewesen sind. Also damals vielleicht schon, aber heutzutage auf gar keinen Fall. Also falls man sich überhaupt noch welche kauft, lol. Oh mein Gott! Oh mein Gott, hier gibt's Sachen über Dragon Ball. Hier gibt's Sachen über Dragon Ball und Naruto. Moment, Moment, Moment. Das müssen wir uns ansehen. Warte mal, Dragon Ball auf Seite 46. Das muss ich auf jeden Fall... Warte mal. April 2008? Braucht jemand noch einen Kalender aus dem Jahre April 2008? Das ist einfach nur genial, dass der überhaupt noch hier drin ist. Hier sind sogar Daten drin, wann die nächsten Zeitschriften erscheinen. Das ist absolut genial. Also, Moment mal, wer ist das? Ist das nicht dieser Typ von Die wilden Kerle? Ich habe mein ganzes Leben lang Fußball gespielt, aber ich habe nie Die wilden Kerle geguckt. War mir wohl etwas zu wild. Wie auch immer. Wo wollten wir nochmal hin? Genau, wir wollten uns die Dragon Ball Sachen angucken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Dragon Ball Karten. Das ist mit Abstand das Coolste, was ich jetzt heute gesehen habe. Oh mein Gott, diese Karte hat sich sogar. Und sie ist auf dem ersten Platz. Freezers letzter Wunsch. Ich weiß absolut nicht, was sie kann und ob sie gut ist, aber sie ist auf dem ersten Platz, also wird sie wohl gut sein. Ich meine, guckt euch diese Karte an. Ich weiß, dass... Ich müsste sie sogar noch irgendwo haben. Ich meine, vielleicht werde ich sie raussuchen und euch zeigen. Vielleicht finde ich sie auch nicht mehr. Ihr werdet es dann wohl sehen. Ich hatte diese Karte. Und ich hatte einige von diesen Karten. Nur, dass irgendwie niemand mit mir jemals Dragon Ball Karten spielen wollte und ich auch als Kind absolut nicht wusste, was man damit so tut und wie man dieses Spiel spielt. Ja, ziemlich traurige Story, um ehrlich zu sein. Also ich hatte diese Karten immer, ich wusste nur nie, was ich damit anfangen soll. Aber Leute, ich meine, das neue Genki-Dama. Also wenn das nichts ist, das neue Genki-Dama. Nicht die neue Genki-Dama, es ist das neue Genki-Dama, okay? So steht's im Duden. Okay, Freunde, ich habe nachgeguckt und leider finde ich die Freezers letzter Wunschkarte nicht mehr. Aber ich habe hier einen Stapel von Karten gefunden, also es ist mein Nicht-Yu-Gi-Oh!-Kartenstapel. Und hier habe ich so einige Schätze gefunden, die ich vielleicht ganz kurz zeigen kann. Unter anderem haben wir hier die Meisterkarte, also die Meisterschale aus dem Jahr 2010, die ich auf der deutschen Magic Attacks Meisterschaft 2010 gewonnen habe. Ja, ich... bin eine Magitex-Legende. Wir haben hier andere Dragon Ball-Karten mit so einem Wackeleffekt, mit so einem 3D-Effekt. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, aber das ist ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Das ist aber eine andere Version des Dragon Ball-Kartenspiels. Diese Version, also diese Karten hier sind so uninteressant. Die waren zum Release-Zeitpunkt sowas von unwichtig und wurden sowas von nicht verkauft, dass die absolut niemand kennt. Schreibt es in die Kommentare, falls ihr diese Dragon Ball Karten hier kennt. Jedes Mal, wenn ich die raushole, will die unbedingt jeder haben, weil die so cool aussehen, aber niemand kennt sie halt. Ich glaube, die sind im Jahr 2012 oder so rausgekommen. Neben einigen Fußball- und Wrestling-Karten und auch Pokémon-Karten, unter anderem ein Mega Gyarados X, ich wollte es nur einmal zeigen, haben wir hier auch einige von den Dragon Ball Karten, die wir dort gesehen haben in der Zeitschrift. Und zwar haben wir hier unter anderem den Dragon Ball mit 7 Sternen. Wir haben, Lunch in der netten Form. Wir haben Bulma. Wir haben Babidi. Und das Erwachen des Cyborgs. Und generell sind hier irgendwie nur schlechte Karten dabei. Ich bin mir aber allerdings ziemlich sicher, dass ich die Freezers letzter Wunschkarte mal besessen habe, nur finde ich sie jetzt aktuell nicht. Aber gut, zurück zum Alltagsgeschäft. Schauen wir uns die Yu-Gi-Oh! Sachen an. Unter anderem haben wir hier in der Card Collector immer so Ranglisten, wahrscheinlich von der Community. Also man darf, glaube ich, seine Lieblingsmonsterzauber- und Fallenkarte wählen. Und wie ihr sehen könnt, war Cyberdrache auch noch im Jahre 2008 ziemlich beliebt. Wir haben gerade schon über ihn kurz gesprochen. Ja, eine ziemlich starke Karte. Des Weiteren haben wir hier Jinzo.
der auf jeden Fall auch ziemlich stark gewesen ist zu der Zeit. Also das will ich gar nicht bestreiten. Jedenfalls war Jinzo auch eine starke Karte zu der Zeit. Was mich allerdings wundert, ist, dass die Karte Elemental Chaos Neos auf dem dritten Platz war, die wirklich noch nie gut gewesen ist. Man muss aber dazu sagen, dass diese Plätze, wie gesagt, von der Community gewählt wurden, was wahrscheinlich Kinder im Alter von 8 bis 12 gewesen sind, also die werden wahrscheinlich nicht allzu viel mit der Meta zu tun gehabt haben und das gewählt haben, was halt cool aussah, deswegen irgendwie verständlich. Kommen wir zu den Zauberkarten und da sehen wir Feindkontrolle, Blitzeinschlag und Gehirnkontrolle. Ich meine, Blitzeinschlag und Gehirnkontrolle kann ich noch ansatzweise nachvollziehen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, welche Karten im Jahre 2008 erlaubt waren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Feindkontrolle die beste Zauberkarte gewesen ist. Beim besten Willen nicht, also da muss es doch bestimmt Besseres gegeben haben, oder? Ich meine, allein schon ein mystischer Raumtaifun ist ja besser als Feindkontrolle, oder? Aber ich will den Kindern aus dem Jahre 2008 nicht vorwerfen, dass sie nicht wissen, welche Zauberkarten gut gewesen sind zu der Zeit. Vielleicht vertue ich mich ja auch einfach. Aber kommen wir zu den Fallenkarten. Und das ist der absolut beste Part. Denn hier sehen wir Spiegelkraft auf dem ersten Platz und die gehört auf jeden Fall dahin. Auf dem zweiten Platz Sakuretsu-Rüstung. Irgendwie bedenklich angesichts der Tatsache, dass es wahrscheinlich noch Karten wie reißender Tribut gegeben hat. Ich weiß nicht, ob sie da verboten gewesen ist oder nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber was wirklich fraglich ist, ist die Karte Magischer Zylinder auf dem dritten Platz. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass Magischer Zylinder immer in diesen Top-Listen gewesen ist. Magischer Zylinder war einfach immer unter den Top 3 Fallenkarten, weil jeder diese Karte für gut gehalten hat, obwohl sie es halt einfach gar nicht ist. Ich verstehe es nicht. Also sie war wirklich immer in diesen Top-Listen. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum damals wirklich alle gedacht haben, dass Magischer Zylinder gut ist. Zumindest alle Kinder, die nicht so viel Ahnung von der Meta haben. Und warum wahrscheinlich heutzutage immer noch Leute denken, dass Magischer Zylinder gut ist. Ich meine, so haben uns diese Zeitschriften beeinflusst. Okay, wir dachten wirklich, dass Magischer Zylinder eine gute Karte ist. Was auch ziemlich interessant ist, sind die Karten aus Phantom Darkness, die hier geleakt worden sind, beziehungsweise einfach aufgelistet worden sind. Und ich habe hier eine Frage, okay? Ich habe hier wirklich eine ernst gemeinte Frage. Warum hat Jubel, der ultimative Albtraum, eine Bewertung von 4 Sternen und finsterer bewaffneter Drache, der wahrscheinlich die beste Karte zu diesem Zeitpunkt überhaupt gewesen ist, dieselbe Bewertung mit 4 Sternen? Ich meine, was hat dieses Ding verdient, wenn nicht 5 Sterne? Vor allem im Jahre 2008. Das verstehe ich absolut nicht. Warum? Ich meine, das Ding ist absolut gar nicht spielbar. Oh, ich glaube, wir können es jetzt unter dem Licht gar nicht sehen, oder? Das Ding ist absolut gar nicht spielbar gewesen. Und das Ding war die beste Karte zu der Zeit. Warum haben die dieselbe Bewertung? Ich kann euch sagen, warum. Weil diese Zeitschrift, im Gegensatz zu der ersten Zeitschrift, die wir gesehen haben, für Kinder gemacht ist und nicht für kompetitive Spieler. Und das ist auch gut so. Ich meine, die Zielgruppe für diese Zeitschrift sind, wie gesagt, Kinder. Und es ist vollkommen in Ordnung, dass hier Kinder die Karten wählen, beziehungsweise eher Kinder davon angesprochen sind. Ich finde es ehrlich gesagt sowieso gut, wenn Kinder halt einfach die Karten spielen, die sie cool finden und nicht sofort mit irgendwelchen Metastrategien und so weiter konfrontiert werden. Wenn wir etwas weiter blättern, sehen wir hier die Karte Superpolymerisation, die hier eine Bewertung von 2,5 Sternen hat. Also ich glaube, im Jahre 2020 haben wir einen etwas anderen Blickwinkel darauf. Außerdem sehen wir hier Verlockung der Finsternis, Einzelfeuerblüte und Armageddon-Ritter. Was war das denn bitte für ein gutes Set damals? Phantom Darkness, das muss ja eines der besten Booster aller Zeiten gewesen sein. Und jetzt, meine Freunde, kommen wir zu dem, was wir heutzutage Card Market nennen würden. Hier sind alle Preise von allen Yu-Gi-Oh! Karten aufgelistet, von Legend of Blue Eyes bis hin zu Gladiator's Assault. Ich meine, das ist doch absolut krass. Also natürlich jetzt nicht alle, sondern alle, die wahrscheinlich so ungefähr ab 50 Cent wert sind. Aber alleine, dass sie sich die Mühe machen, überhaupt so ein Price Guide zu erstellen und alle Karten, die halbwegs relevant sind, aufzulisten, das ist schon absolut krass. Ich meine, damals gab es sowas wie Card Market nicht, beziehungsweise im Jahre 2008, ich weiß gar nicht, vielleicht gab es es damals schon, aber es war halt auf jeden Fall nicht so populär, wie es heutzutage ist. Und dass man hier eine Übersicht über die verschiedenen Preise hatte, das ist doch absolut krass. Ich meine, schaut euch das an. Ein blauäugiger weißer Drache aus LOB, First Edition Near Mint, 12 Euro. Hätte ich als 8-jähriges Kind mal investiert, dann wäre ich jetzt ein reicher Mann. Okay, Freunde, nachdem wir das jetzt auch abgeschlossen haben, kommen wir letztendlich zur wahrscheinlich letzten Phase in der Yu-Gi-Oh! In der Kinderunterhaltungs-Nachmittags-TV-Branche
relevant gewesen ist. Und wir reden hier natürlich von Yu-Gi-Oh! 5Ds. Wir sind hier mittlerweile an dem Punkt, wo die meisten Kinder, die die Original-Yu-Gi-Oh!-Serie geschaut haben, wahrscheinlich schon einfach älter geworden sind, vielleicht sogar schon erwachsen geworden sind und sich für Yu-Gi-Oh! 5Ds einfach nicht mehr so interessieren. Dennoch konnte sich die Serie einer großen Beliebtheit erfreuen und deswegen gibt es dazu auch noch eine Menge Zeitschriften. Was man von der folgenden Zeit mit Zexal und Arc 5 nicht mehr wirklich behaupten kann. Ich habe nichts dazu gefunden, ob es überhaupt noch Zeitschriften aus der Zeit von Zexal und Arc 5 gab, aber ich bezweifle es, um ehrlich zu sein. Wie auch immer, schauen wir uns die nächste Zeitschrift an. Wir haben jetzt schon eine Ausgabe der Card Collector hinter uns und da diese Zeitschriften so gut wie immer nach demselben Schema ablaufen, werden wir jetzt hier etwas schneller drüber gehen. Aber wir sehen alleine schon auf der Titelseite, dass der Yu-Gi-Oh! Hype nicht mehr ganz so groß ist, wie er es früher gewesen ist. Ich meine, immerhin ist auf der Titelseite auch noch eine kleine Ecke von Pokémon zu sehen, denn man muss sagen, dass zu der Zeit das Pokémon-Kartenspiel mehr an Relevanz gewonnen hat, während das Yu-Gi-Oh!-Kartenspiel ein bisschen an Relevanz verloren hat. Yu-Gi-Oh! War immer noch das mit Abstand populärste Kartenspiel von allen. Ich meine, ihr könnt sehen, was für einen Teil von der Titelseite es einnimmt. Aber alleine, dass Pokémon es überhaupt auf die Titelseite geschafft hat, im Vergleich zu beispielsweise dieser Ausgabe hier, das sollte schon einiges aussagen. Unter anderem geht es hier um Team Ragnarok und die Polar Gods. Ich weiß absolut nicht, was Crow damit zu tun hat, aber wahrscheinlich wollte man einfach nur Schwarzflügel noch mehr vermarkten als eh schon. Es sind die brandneuen Synchro-Götter aus Japan. Schauen wir uns das doch mal an. Kennt ihr die noch? Ich zumindest schon und es erinnert mich an eine Zeit, in der man Fernsehen geguckt hat und nicht Netflix oder Amazon Prime oder Fortnite gespielt hat. Das waren gute Zeiten damals. Kommen wir zu den Polargöttern. Wo sind die denn? Hätte ich mal am Anfang geguckt, im Inhaltsverzeichnis steht wahrscheinlich, wo sie sind. Aber ich will sie jetzt sehen. Wo sind die Polargötter? Hier. Harald, Dragan und Brave. Das sind die drei Duellanten, die komischerweise so ein leuchtendes Auge haben, was wahrscheinlich einfach nur implizieren soll, dass sie auch irgendwie Auserwählte sind, so wie Yusei, Jack und Crow, einfach nur damit es cooler aussieht. Wir haben hier Polar God, Sacred Emperor Odin, Polar God, King Thor und Polar God, King Loki. Ich meine, man wollte diese Karten wirklich als Götter darstellen. Man wollte diese Karten wirklich als Götterkarten darstellen. Hier steht sogar die neuen Götterkarten. Man wollte die auf eine Stufe mit Obelisk, Slifer und Ra stellen. By the way, der November wird gelb. Täglich eine neue SpongeBob-Folge ab 8. November um 18.15 Uhr. Ansonsten ist diese Zeitschrift genauso aufgebaut wie die letzte. Wir sehen hier wieder ein Ranking. Sternstaubdrache, absolut verdient auf Platz 1. Arkanit-Magier und schwarzgeflügelter Drache haben hier absolut nichts zu suchen. Wiedergeburt, verdient auf Platz 1. Schwarzes Loch auf Platz 2. Halbwegs in Ordnung. Topf der Gegensätzlichkeit auf Platz 3, auch verdient. Wenn wir über die Fallenkarten schauen, sehen wir, dass Spiegelkraft wieder auf Platz 1 ist, was absolut verdient ist. Aber Magischer Zylinder auf Platz 2 im Jahre 2010. Wen wollt ihr eigentlich verarschen? Magischer Zylinder ist absolut kacke. Aber wie gesagt, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Kinder wissen das nicht und es ist auch vollkommen in Ordnung. Straße zum Sternlicht, by the way, Nummer 3. Straße zum Sternlicht, damals wirklich eine gute Karte gewesen. Unter anderem, weil sie Spiegelkraft annullieren kann und einen Sternstaubdrachen beschwören kann. Und Leute, ihr könnt ein komplettes Deck gewinnen. Exodia, die Unbesiegbare. Wahrscheinlich bezieht sich das nur auf den Kopf und zwei Arme, warum auch immer. Ansonsten sieht diese Zeitschrift genauso aus wie die, die wir davor auch inspiziert haben. Man sieht die neuesten Karten, man sieht hier ein paar Deckvorschläge und ansonsten haben wir hier wieder einen Kalender. Wow, der sieht richtig cool aus. Der sieht richtig cool aus. Das muss die Zeit gewesen, in der man das Structure Deck Marik neu kaufen konnte. Also so kann ich mir das zumindest erklären. Ja, und ansonsten, wie gesagt, es gibt hier Pokémon. Erstaunlich viele Seiten über Pokémon, um ehrlich zu sein. Damals war Pokémon Ranger Spuren des Lichts neu. Also wir waren in der vierten Generation. Die beste Pokémon-Generation aller Zeiten, egal was ihr sagen wollt. Und das wäre dann im Großen und Ganzen auch alles, was ich euch über Yu-Gi-Oh! Zeitschriften so zu erzählen habe. Was ich euch nicht vorenthalten will, ist das hier. Es ist ein Buch, was ebenfalls dabei war. Also ich schätze, es ist auch eine Art Zeitschrift. Allerdings ist es auch ein Manga. Also es ist eine Zeitschrift sozusagen, aber sie wird wie ein Manga geöffnet. Und da geht es unter anderem um Naruto. Was jetzt nicht wirklich viel mit Yu-Gi-Oh! Zu tun hat, aber ich finde Naruto cool. Und hier ist unter anderem diese Szene, wo Sasuke diesem einen Typen da den Arm gebrochen hat. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Hier, das ist ziemlich schmerzhaft. Es gibt hier bestimmt auch was zu Yu-Gi-Oh! Allerdings ist der Yu-Gi-Oh! Manga ziemlich anders als der Anime. Es passieren Sachen, die im Anime gar nicht passieren. Und deswegen weiß ich auch nicht, was hier gerade los ist. Aber es ist ein Duell Yugi gegen Kaiba, also es ist wohl das Normalste, was man von Yu-Gi-Oh! Erwarten kann.
Und es hat das gleiche Cover auf beiden Seiten. Es hat dieselbe Vorder- wie Rückseite. Also... ich habe keine Ahnung. Und ja, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Es war auf jeden Fall ziemlich nostalgisch, also... Es sind Sachen passiert, auf jeden Fall. Es hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht und ich will an der Stelle nochmal die Gelegenheit nutzen, mich auf jeden Fall bei Michael zu bedanken für die mega coolen Zeitschriften. Also, ich fand es auf jeden Fall mega cool und ich freue mich auch, dass ich euch das vor der Kamera so alles zeigen konnte. Jedenfalls, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch bitte einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal für mehr Yu-Gi-Oh! Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.